Hallo Herr Mayer, können Sie mich hören? Guten Tag, Herr Stöber, hören Sie mich? Ja, sehr schön, wunderbar. Sie sehen mich auch, ja? Genau, in ein paar Minuten, jetzt geht es eigentlich gleich los. Ja, ich wollte nur noch rechtzeitig, damit es nicht heißt, der Mayer kommt nicht. Ja, natürlich, klar, sehr schön. Gut, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich hatte Ihnen versprochen, es gibt so ein Sahnehäubchen, etwas Schlagobers, wie wir gerade gehört haben, heute Nachmittag mit tollen Vorträgen, und es startet Professor Dr. Bernd Mayer. Er ist Pharmakologe und Toxikologe an der Universität in Graz in Österreich und außerdem Autor dieses sehr lesenswerten Buches hier, was ich gerade hier aus meinem Bücherschrank rausgenommen habe, nämlich zu E-Zigaretten, Fakten und Mythen. Und genau darum geht es heute in seinem Vortrag. Wir haben ja schon häufiger gehört von Herrn Schröers, von Herrn Dork und eben auch von Herrn Human und auch Herrn Grumann, dass es ein riesen Missverständnis gibt, was die eigentliche Ursache für die frühe Frühsterblichkeit ist von Raucherinnen und Rauchern, nämlich nicht die Verbrennung, nicht das Nikotin, sondern die Verbrennung. Aber das Missverständnis ist eigentlich riesengroß und ganz weit. Und insofern klärt jetzt nochmal eben Professor Dr. Bernd Mayer auf: Nikotin schuld an allem, über Missverständnisse und Fakten zur frühzeitigen Sterblichkeit Rauchender. Bitte, Herr Dr. Mayer. So, ich versuche jetzt nur mal meinen Bildschirm freizugeben. Mhm. Erlauben, meine Güte, ja, ich erlaube das selbstverständlich. So, jetzt probiere ich mal. Sehen Sie mein Bildschirm jetzt? Nein, noch nicht. Oh, scheiße. Bildschirm freigeben, mehr kann ich nicht, ja. Ich habe sie auch zum Chorus gemacht eben. Sollte gehen. Systemeinstellungen öffnen, ja, und dann. Und du hättest immer gern vorher ein bisschen üben. Schutz aufheben, was muss ich jetzt machen? Ah, das war hier nicht. Okay. Mhm. Aber jetzt sagt er beenden und erneut öffnen. Gut. Mhm. Jetzt muss ich das Meeting verlassen, sagt man dann. Mhm. Okay, so kann es gehen. Ich habe ihn leider auch zu spät eben reingelassen. Wir hätten es eigentlich vorher probieren sollen. Aber er kommt gleich wieder rein. Da ist er. Mensch, so jetzt können Sie mich sehen. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie sehr gut und wir sehen Sie auch sehr gut. Und jetzt würden Sie den Bildschirm sehen, oder? Ne? Na, das machen wir nicht. Aber jetzt, das gibt es ja nicht. Jetzt wird es was. Ah, jetzt wird es was. Sehr gut. Entschuldigen Sie bitte. Die Verzögerung. Genau. Kein Problem. Wenn Sie jetzt noch in den Präsentationsmodus, ja, klasse. Ja, bin ich auch schon. Ja. Mal schauen, dass ich das Fenster da wegkriege. Okay, entschuldigen Sie bitte die Verzögerung und herzlichen Dank, Herr Kollege Stöber, für die Einladung hier und für die Werbung für mein Buch. Kann man nicht den Vortrag sparen und so das mein Buch kaufen. Dann haben wir alle mehr davon. Der Artikel, den mir Herr Kollege Stöber hier aufgedrückt hat, war Nikotin schuld an allem. Die Antwort kennen wir eigentlich. Es ist selbstverständlich nicht schuld an allem. Es ist ja nicht an ganz wenigen nur schuld. Es gibt aber tatsächlich viele Missverständnisse zu den Problemen. Und es wird sehr häufig Nikotin und Rauchen gleichgesetzt. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Bevor ich loslege, Bevor ich loslege, möchte ich meine Interessenskonflikte darlegen. Ich schreibe dazu potenzielle, weil das meines Erachtens keine Sinn, aber das wird vielleicht von außen anders wahrgenommen. Ich habe in den 40 Jahren meiner Tätigkeit oder nahezu 40 Jahren sehr viel gearbeitet für die Pharmaindustrie, in den vergangenen 10 Jahren auch für E-Zigarettenindustrie und Tabakindustrie. Ich habe Vorträge gehalten, Gutachten gemacht und zum Teil auch wissenschaftliche Beratung durchgeführt von den Firmen. Großteil wurde es natürlich aufgrund meiner Funktion hier als Pharmakologe und als Arzneimittel in der Vergangenheit aber auch Tobacco Harm Reduction. Und wir wissen, man darf für die Pharmaindustrie arbeiten, so viel man will und auch Geld einstecken. Sobald man aber in Berührung mit E-Zigaretten oder Tabakindustrie kommt, gilt man als befangen.
Darum möchte ich das hier darlegen. Ich sehe mich keinesfalls als befangen. Ich versuche nur, Leute vom Rauchen wegzukriegen hin zu weniger schädlichen Produkten. Nun, wann immer man über Nikotin nachdenkt, sieht man in der öffentlichen Wahrnehmung eine Diskrepanz. Man sieht die nikotinhaltigen Arzneimittel, ja, also das sogenannte medizinische Nikotin. Da gibt's Aromastoffe drin, damit die gut schmecken. Da wird auch empfohlen, dass man möglichst viel nehmen soll, weil das besser hilft, die Combination Therapy, die wir hier sehen. Und dann aber, sobald das Nikotin Apotheken verlässt, wird's tödlich, braucht man erste Hilfe gegen Nikotinvergiftung. Und wie uns hier der Surgeon General immer wieder erklärt hat und wir das immer wieder lesen können, ist Nikotin ähnlich suchterzeugend wie Heroin oder Kokain. Es ist erstaunlich, dass niemand über die Diskrepanz nachdenkt, dass ein derartig tödliches Suchtgift frei verkäuflich in Apotheken erhältlich ist und zumindest bei uns in Österreich für Jugendliche, rauchende Jugendliche ab 12 Jahren bereits zugelassen ist. Also da ist ein Widerspruch drin, der wird aber nicht entsprechend kommuniziert in der Gesellschaft. Und da möchte ich jetzt ein bisschen das mit Fakten untermauern, dass das eher hier die linke Seite gilt, dass es also eher harmlos ist und wesentlich weniger ein tödliches Sucht- und Nervengift. Worüber werde ich sprechen? Der am besten etablierte Effekt von Nikotin ist sicherlich der Effekt auf das Herz-Kreislauf-System. Also Vasokonstriktion, Erhöhung des Blutdrucks, Erhöhung der Herzfrequenz, Verstärkung von Noradrenalinwirkungen. Das ist gut dokumentiert, ist biologisch plausibel und klar. Da werde ich kurz Daten dazu zeigen, wie weit die dann wirklich auch klinisch relevant sind. Ich mache das relativ ausführlich, werde das ein bisschen unterfüttern. Kürzer mache ich dann die sonstigen Effekte, die es auch noch gibt, aber die sind weit abgeschlagen hinter den kardiovaskulären Effekten. Ich werde hier auch einige kolportierte Effekte referieren, die ich unter dem Kapitel Fake News abheften würde. Ich komme nicht drum herum, kurz über Abhängigkeit bzw. Sucht zu sprechen. Das Thema zieht sich quer durch und wann immer man über Nikotin redet, muss man das anreißen. Ich tue das nicht gern, muss es aber. Und am Schluss wäre eine Kurzversion, sofern mir Zeit bleibt, noch der Nikotintoxizität hier besprechen. Nun, Erhöhung von Herzfrequenz und Blutdruck durch Nikotin, ja, das ist ganz klar. Hier sehen Sie eine Metastudie, die 2019 publiziert wurde, also Zusammenfassung von Ergebnissen zur Herzfrequenz, zum systolischen Blutdruck und zum diastolischen Blutdruck. Und überall in allen Fällen sehen wir eine kleine, signifikante Erhöhung beim akuten Gebrauch nikotinhaltiger E-Zigaretten. Das ist also gut etabliert, ganz klar, die Effekte sind hochsignifikant, sind aber auch sehr klein. Sie sehen, es sind interessanterweise immer 2. Das sind also 2 Pulsschläge pro Minute, es sind 2 Millimeter systolisch und es sind 2 Millimeter diastolisch. Das sind also sehr kleine, transiente Effekte, die hier akut auftreten. Die Frage ist aber, was passiert beim langfristigen Konsum, also beim Umstieg von Rauchern auf E-Zigaretten? Das wurde untersucht, 2016 publiziert vom Kollegen Fasalinos, den wir heute noch hören werden. Sie sehen ja, er hat diese logarithmische Auftragung, also sich bitte nicht irritieren lassen. Er hat ein Jahr lang hier also Raucher untersucht, die entweder ohne Nikotin umgestiegen sind auf E-Zigaretten oder mit 2 Nikotinstärken hier. Und wie wir sehen, sehen wir in Wirklichkeit nichts. Man kann hier irgendwelche Effekte reininterpretieren. Laut seiner Publikation war das allesamt nicht signifikant, aber wenn, sehen wir eher Tendenz zur Erniedrigung, nicht zur Erhöhung. Das wurde auch bestätigt in einem kürzlichen Paper hier 2022 publiziert, wo der mittlere arterielle Druck auch wieder nach Umstieg auf E-Zigaretten mit oder ohne Nikotin und dann auch mit Nikotinersatztherapie verglichen wird. Wir sehen hier eine leichte Senkung, aber viel tut sich nicht und definitiv sehen wir keinen negativen Effekt. Das heißt, eine Erhöhung von entweder systolischem, diastolischem Druck oder dem mittleren Druck. Da können wir also unbesorgt Rauchern empfehlen, auf E-Zigaretten umzusteigen. Allerdings sind Blutdruck und Herzfrequenz nicht das Einzige, was spannend ist im Herz-Kreislauf-System. Und das etwas, was wirklich auch zum Teil mein Forschungsleben beeinträchtigt oder beeinflusst hat, weil ich mich sehr viel damit beschäftigt habe, ist die Funktion von Endothelzellen. Sie sehen hier ein Bild von einem Blutgefäß oder einem Schnitt durch ein Blutgefäß mit der Muskulatur und ganz innen sehen Sie hier eine einzellige Schicht von sogenannten Endothelzellen, die wichtige Funktion haben. Die setzen Mediatoren frei und werden relativ leicht geschädigt. Sie sind sensibel und
Schädigung dieser Zellen, sogenannte endotheliale Dysfunktion, ist an zahlreichen Erkrankungen beteiligt. Ich würde sagen, nahezu alle Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind irgendwie assoziiert mit endothelialer Dysfunktion. Sie sehen hier natürlich zuallererst die Atherosklerose, aber auch die Gefäßschäden bei Diabetes, Bluthochdruck, Schlaganfall, neuerdings auch Covid-19, also die Thrombosen, die bei Covid-19 beobachtet werden, sind assoziiert mit einer endothelialen Dysfunktion. Also Endothelzellen sind unsere Freunde in Blutgefäßen und werden durch vielfältige Faktoren geschädigt. Nachdem wir selbst darüber forschen, haben wir jetzt kürzlich eine experimentelle Arbeit gemacht, die ich Ihnen ausnahmsweise vorstellen möchte. Zunächst, was tun die? Was ist die Hauptfunktion der Endothelzellen? Ist, dass sie aktiviert werden, entweder durch Fluss, also Scherkräfte oder Hormone, Neurotransmitter, dann Mediatoren freisetzen, Stickstoffmonoxid, Prostacyclin, Adenosin, viele andere, das ist hier stark vereinfacht. Und die führen jetzt zu einer Gefäßerweiterung, also einer Blutdrucksenkung und hemmen auch die Adhäsion oder Aggregation von Blutplättchen. Das wäre der antithrombotische Effekt. Und genau hier haben wir jetzt angesetzt, nachdem wir das gut können im Labor, haben wir die Effekte von Tabakrauch und dem Dampf von E-Zigaretten auf diese Gefäßerweiterung untersucht. Wir haben uns dazu Extrakte, einerseits von Standardzigaretten, das war Marlboros, gemacht, andererseits von E-Zigaretten. Und nachdem wir auf Nikotin raus wollten, wir wollten wissen, ob die Effekte durch Nikotin vermittelt sind, haben wir E-Zigarettenextrakte mit relativ hohen Nikotinkonzentrationen gemacht. Sie sehen 0,8 Millimolar versus circa ein Faktor 5 niedriger hier, die Rauchextrakte, also die Tobacco Smoke Extracts. Und wir haben jetzt diese beiden Extrakte jeweils auf die Gefäßfunktion, auf die endothelabhängige Relaxation von Gefäßen untersucht. Und hier sehen Sie jetzt zum Beispiel die Antwort auf Acetylcholin. Das ist ein Mediator, der, wenn die Kurve hier bergab geht, hier den Blutdruck senkt. Das ist das Gefäß erweitert, beziehungsweise die Kontraktionskraft senkt. Ja, das ist dieser positive Effekt, den wir sehen. Und Tabakrauch unverdünnt konnten wir diese Extrakte nicht einsetzen. Und selbst in 1:3 Verdünnung sehen wir schon nahezu komplette Hemmung. Wenn man das dann weiter runter verdünnt, wird der Effekt entsprechend kleiner. Wenn wir das jetzt mit den Dampfextrakten vergleichen, sehen Sie de facto selbst im unverdünnten Zustand allenfalls einen Effekt, wie wir ihn hier sehen, beim Tabakrauch. Die sind zwar nicht signifikant statistisch, aber man kann hier das irgendwie eine Tendenz ablesen. Nur bitte hier diese grünen Puller versus diese Dreiecke, da ist der Unterschied in der Nikotinkonzentration Faktor 1000. Also die enthalten Faktor 1000 mehr Nikotin als hier die Tabakextrakte. Somit kann dieser Effekt, den wir hier sehen, keinesfalls durch Nikotin vermittelt werden, sondern das sind eben andere Substanzen, die wir nicht näher untersucht haben, die in diesen Extrakten enthalten sind. Was auch interessant ist, man kann diese Relaxation auch auslösen, indem man direkt die glatte Muskulatur stimuliert, also unabhängig von Endothelzellen. Das haben wir hier mit einem NO-Donor gemacht. Und hier sehen Sie, dass der Tabakrauchextrakt nichts mehr tut, ja. Auch natürlich auch der Dampfextrakt nicht, aber der Effekt vom Rauch ist also ganz spezifisch hier auf die Endothelfunktion. Das finde ich schon sehr interessant. Die Funktion der Muskelzellen ist nicht beeinflusst. Also ich denke, wenn Sie einem jeden Gefäßbiologen, dem Sie diese Effekte, diesen Vergleich zeigen, und der weiß natürlich sehr gut, wie signifikant endotheliale Dysfunktion Schädlichkeit macht, der wird also lieber die E-Zigaretten benutzen, als zu rauchen. Das ist gar keine Frage. Nun kann man gegen unsere Experimente einwenden, die sind in vitro, das sind also isolierte Blutgefäße. Was hat das für Relevanz in vivo für den Menschen? Aber man kann diese Effekte auch in vivo untersuchen, indem man den Blutfluss im Unterarm misst. Den stimuliert man entweder mit Acetylcholin oder mit einem NO-Donor oder auch durch Blutfluss. Das geht also auch nicht invasiv. Und dann weiß man, dass Rauchen diese Endothelfunktion massiv beeinträchtigt. Das ist gut etabliert. Hier ist nur ein Beispiel eines Papers von 1996 aus der Münzelgruppe. Und hier geht die Kurve jetzt nach oben, weil das ist der Blutfluss, der erhöht wird. Das ist also wieder Gefäßerweiterung. Und die Raucher sind hier diese Dreiecke, also signifikant vermindert. Nochmal verstärkt wird es durch hohe Cholesterinspiegel. Und das sind hier genau die Risikofaktoren für Atherosklerose, für Herzinfarkte, für Schlaganfall. Ähnlich sieht man das auch für die venöse Dilatation. Hier wiederum, das sind die Raucher, das sind die Nichtraucher. Auch überall natürlich die Dilatation besser bei den Nichtrauchern. Ja.
Und auch interessant, das passt gut zu unseren In-vitro-Effekten. Das ist jetzt mit Nitroglycerin. Das ist ein O-Donor, der endothelunabhängig wird. Und hier ist der Unterschied weg. Also der Rauchen scheint ganz spezifisch, konkret die Funktion von Endothelzellen in Blutgefäßen zu beeinträchtigen. Aber die Gretchenfrage hier ist natürlich, ist es nicht durch Nikotin vermittelt, der Effekt von Rauchen oder nicht? Das war lange unklar, wenn man sagt, das würde mich wirklich interessieren, ist das das Nikotin? Ja? Mittlerweile gibt es dazu Untersuchungen. Ich habe hier zwei Beispiele oder drei Beispiele, die zeigen, dass das ein bisschen kontrovers ist. Das war zunächst einmal eine Arbeit aus der Münzel-Gruppe, die sehr viel Medieninteresse hervorgerufen hat. Und hier sehen Sie einen kleinen, aber doch signifikante Verschlechterung der Endothelfunktion nach 15 Minuten Dampfen mit Nikotin. Es wurde von den Medien breitgetreten und groß ausgeschlachtet. Kurze Zeit darauf erschien aber Paper von der Holly Middlekauf, das hier dem widerspricht. Und Sie haben hier Kontrollbedingungen, hier haben Sie den Nikotin-Inhaler, hier haben Sie Endothelzellen ohne mit Nikotin. Sie sehen hier keinen signifikanten Unterschied. Also die sagen akut kein Effekt, die sagen akut Verminderung oder Verschlechterung der Endothelfunktion. Gut, jetzt akute Effekte sind eines, aber wir haben das beim Blutdruck und bei der Herzfrequenz schon gesehen. Wichtig sind natürlich die langfristigen Effekte. Und die sprechen jetzt gar ein oder zeigen ein ganz glasklares Bild. Hier Arbeit von George von der University of Dundee und Mitarbeitern. Das ist jetzt nur das zentrale Bild, aber zeigt es wunderschön. Die haben also Raucher entweder weiter rauchen lassen oder umsteigen lassen auf E-Zigaretten. Und was Sie hier sehen, bereits ein Monat nach Umstieg war also hier die Endothelfunktion signifikant verbessert. Hier gemessen als Flow-Mediated Dilation, also als flussabhängige Vasorelaxation. Und hier sehen wir aktuelleres Paper, wo also drei Tage bereits, wo gezeigt wird, dass bereits drei Tage nach Umstieg diese Funktion verbessert wurde. Dieselbe Gruppe hat jetzt kürzlich erst eine Arbeit, also eine Arbeit publiziert, wo sie das bis zu 6 Monate lang angeschaut haben. Und diese Verbesserungen sind aufrecht geblieben. So, also es ist vollkommen klar, dass der Umstieg empfehlenswert ist, weil eben hier Raucher ihre Endothelfunktion verbessern. Es gibt also offenbar keinen Grund hier, das nicht zu empfehlen. Was das gesamte kardiovaskuläre Risiko betrifft, habe ich jetzt 3 Bilder drin, aber der Kollege Stork hat das heute Vormittag schon sehr ausführlich gemacht. Darum spare ich mir das. Ich habe hier nur 3 Meta-Analysen, die allesamt zeigen, dass das kardiovaskuläre Risiko durch Nikotin nicht erhöht wird. Das war jetzt Nikotinersatztherapie in dem Fall. Aber das Nikotin in einem Pflaster sollte eigentlich das Gleiche sein wie das Nikotin in E-Zigaretten. Und hier haben wir auch die neueste Studie, war eine sehr große multinationale Studie angeführt von dem Nikotinpapst, dem weltweiten Neil Benowitz, den man sicherlich nicht unterstellen kann, dass er jetzt ein Freund von E-Zigaretten oder was auch immer wäre. Aber das spare ich mir hier aus Zeitgründen und das haben wir ohnehin gesehen. Also es spricht nichts dafür, dass Nikotin in irgendeiner Form hier ernsthafte Schädigung des Herz-Kreislauf-Systems macht. Ich warne trotzdem immer Leute mit überstandenem Herzinfarkt oder sehr schweren Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass sie halt ihren Nikotinkonsum sicherheitshalber reduzieren sollten. Man spielt schließlich nicht mit seiner Gesundheit. Tatsächliche Evidenz, dass das schadet, gibt es aber eigentlich keine. Nun ist es kardiovaskuläre Effekte sind eines, aber es gibt natürlich andere, wo ich sage einmal potenziell klinisch relevante Effekte von Nikotin. Und das zeigt auch die Zweischneidigkeit des Nikotinkonsums. Weil es gibt immer ein Plus und ein Minus. Das erste wäre die Angiogenese, also Förderung der Neubildung von Blutgefäßen. Das hat einen positiven Effekt. Wir brauchen diese Angiogenese zum Beispiel bei der Wundheilung, dass hier neue Blutgefäße entstehen. Der Nachteil ist, dass Tumoren sich damit zunehmend mit Sauerstoff versorgen, also das Tumorwachstum beschleunigt wird. Das ist in vitro schön gezeigt, es ist auch biologisch plausibel. Es gibt auch Tierexperimente, die das zeigen. Klinische Daten kenne ich dazu keine. Ich würde aber auch hier Patienten mit einem bestehenden Tumor oder unter Chemotherapie nahelegen, also ihren Nikotinkonsum vielleicht doch sicherheitshalber einzuschränken. Die Entzündungshemmung, ganz klare positive antiinflammatorische Effekte von Nikotin vermittelt die Protektion gegen diverse Erkrankungen. Der Prototyp ist Morbus Parkinson, von dem Raucher weniger erkrankt. Und es ist gut gezeigt, dass es eine Schutzwirkung von Nikotin ist, ähnlich auch Morbus Alzheimer. Es gibt einige
einige inflammatorische Erkrankungen, wo Nikotin schützt. Aber Entzündungshemmung geht zumeist oder fast immer einher mit Immunsuppression. Wenn ich also die andere Position einnehme, kann ich das negativ interpretieren und kann sagen, ja, Nikotin wirkt immunsuppressiv. Und dann zuletzt noch die Kognition. Ich glaube, da besteht auch Einigkeit über die stimmungsaufhellenden Effekte von Nikotin, also antidepressive Wirkung, Verbesserung von Denkleistung, Konzentration. Da gibt es zahlreiche Studien dazu. Und es wird zum Teil auch empfohlen, zum Beispiel Leute mit milden kognitiven Defiziten hier mit Nikotin zu behandeln. Ist ein riesengroßes Thema, das ich hier nicht im Detail ausführen kann. Negativ natürlich hier das Abhängigkeitspotenzial, das wahrscheinlich damit in Verbindung steht. Weil aufgrund dieser Stimmungsaufhellung und aufgrund dieser kognitiven Effekte tendiert man eben dazu, Nikotin zu konsumieren, findet es angenehm, es gefällt einem. Wobei das Abhängigkeitspotenzial in Abwesenheit von Tabakrauch vergleichsweise niedrig ist, aber zu dem komme ich dann gleich. Bevor ich zu dem komme, vielleicht noch die kolportierten Effekte ohne klinische Evidenz, was ich Fake News nenne. Die kennen wir ja heutzutage immer wieder. Das wäre zunächst einmal die negative Beeinflussung der Embryonalentwicklung. Da gibt es keine Evidenz dafür. Alles diese Behauptungen stammen von Tierexperimenten. Klinische Studien gibt es zwar nicht viel, aber die es gibt über Nikotinersatzprodukte in der Schwangerschaft, zeigen, dass es bis zu 2 Jahre nach der Geburt keinen negativen Einfluss auf den Nachwuchs hat. Schädigung der Gehirne von Jugendlichen, also in der Adoleszenz, das ist mein Lieblingsargument, weil ich selbst habe seinerzeit mit 13 mit dem Rauchen angefangen. Ja. Somit hätte ich vermutlich ein geschädigtes Gehirn, das kann jetzt jeder interpretieren, wie er will. Faktum ist, es gibt da Studien, wo man den IQ verglichen hat von Rauchern und Nichtrauchern. Das ist aber alles dubios, ist auch schwierig. Wenn man böswillig ist, könnte man sagen, reverse Kausalität. Niedere Leute mit niederem IQ fangen an zu rauchen. Ja, wäre ich als Ex-Raucher, dürfte sagen. Ja, wie auch immer. Auch hier wiederum die Evidenz kommt von bedampften oder berauchten Mäusen und Ratten. Klinische Evidenz dafür habe ich wirklich keine gesehen. Die Tumorentstehung, also Kanzerogenese, ist nicht als kanzerogen eingestuft. Es gibt da keine Evidenz dafür. In letzter Zeit hat sich der Krieg gegen das Rauchen zu einem Krieg gegen Nikotin, leider Gottes, entwickelt. Und jetzt gibt es also einige Wissenschaftlerinnen, die krampfhaft versuchen, hier irgendwie eine Tumorentstehung durch Nikotin nachzuweisen und dann dementsprechend Ratten oder Mäuse quälen mit suprapharmakologischen und nahezu letalen Dosen von Nikotin und dann irgendwelche Tumoren sehen. Es ist aber einfach nicht krebserregend. Punkt. Ja? Und zuletzt natürlich die Atherosklerose. Das sieht man, das wird immer wieder mit Rauchen verwechselt. Rauchen erhöht das Risiko, gar keine Frage, für Herzinfarkte, für Schlaganfälle. Aber da wird das Nikotin gleichgesetzt. Es wird in der Öffentlichkeit nicht kommuniziert, dass es nicht Nikotin ist, sondern was anderes. Und hier habe ich nur als Beispiel wieder Paper von der Holly Middlekauf, jetzt relativ aktuell von vor einem Jahr publiziert, wo die Marker für Atherosklerose gemessen haben in bestimmten Zellen von Rauchern versus Dampfern, und die findet die erhöhte Expression in den Rauchern, aber eben nicht in den Dampfern. Das zeigt auch wieder sehr schön, dass das Rauchen das Problem ist und nicht das Nikotin. Tja, und ich werde wohl, ob es mich freut oder nicht, kann ich nicht über Nikotin reden oder ohne über die Nikotinsucht zu reden. Sucht und Abhängigkeit und Gewöhnung, das ist ohnehin ein sehr komplexes Thema. Ich bin auch kein Suchtexperte, da sitzen hier im Auditorium sicherlich andere. Ja. Aber wann immer ich die Fakten zur Nikotinabhängigkeit präsentiere, und zwar darauf hinweise, dass ein Unterschied besteht zwischen Erzeugung von Sucht, also die Entstehung von Nikotinsucht, von nikotinnaiven Leuten, die Nikotin konsumieren und dann abhängig werden oder nicht, versus einer etablierten Abhängigkeit, der Aufrechterhaltung einer etablierten Abhängigkeit. Wann immer ich darüber rede, werde ich belächelt, das wird meine Glaubwürdigkeit sinken. Darum lasse ich das lieber bleiben. Ja? Stattdessen mache ich 2 Dinge. Erstens verweise ich auf einen, wie soll ich ihn sagen, ja, auf den einen Helden der Tabakkontrolle. Er ist eine lebende Legende, das ist der Karl Fagerström, der in den 70er Jahren selbst an Nikotinersatztherapie gearbeitet hat und deren Entwicklung zur Therapie der sogenannten Nikotinabhängigkeit. Und dann später, also mittlerweile vor 10 Jahren, erkannt hat, dass es dafür keine Evidenz gibt. Und er hat seinen berühmten Fagerström-Test für Nikotin-Dependence, den FTND, ja, den wahrscheinlich jeder im Gebiet kennt.
den hat er umbenannt in den Fagerström-Test for Cigarette Dependence. Weil er gesagt hat, es gibt Zigarettenabhängigkeit, die ist aber nicht durch Nikotin oder zumindest nicht ausschließlich durch Nikotin vermittelt. Die Argumente dafür finden Sie in diesem Schlüsselpaper, meines Erachtens eines der wichtigsten Papers, die zu diesem Thema publiziert worden sind. Die finden Sie hier drinnen. Ich möchte sie hier nicht im Detail ausführen, möchte aber sehr wohl auf die Komponenten der Zigarettenabhängigkeit eingehen. Und die sind vielfältig. Natürlich ist es das Nikotin. Wir wissen, dass Nikotin, wir haben das, glaube ich, heute auch gehört, im Nucleus Accumbens Dopamin freisetzt, damit das Belohnungserwartungssystem stimuliert, Freude vermittelt und so weiter. Das ist gar keine Frage. Das ist ein typischer Effekt von abhängigkeitserzeugenden Substanzen. Nun, Nikotin alleine, wie wir aus tierexperimentellen Versuchen wissen, ist da ziemlich lausig in diesem Effekt. Das ist Reinforcement durch Nikotin allein ist sehr, sehr minimal und wird massiv verstärkt durch andere Inhaltsstoffe des Tabaks. Vor allem Monoaminooxidasehemmer, die den Dopaminabbau hemmen. Man kann sich also vorstellen, dass man hier einen synergistischen Effekt hat. Nikotin setzt Dopamin frei, andere Inhaltsstoffe tun den Abbau blockieren. Ja? Das wäre also hier die Wirkung vom natürlich ideal im Tabakrauch. Das sind diese Substanzen zum Teil auch nachgewiesen. Das wäre also die substanzvermittelte Abhängigkeit. Und dazu kommt aber besonders wichtig, und ich glaube, dass die bei vielen Rauchern sogar dominiert, ist die Verhaltensabhängigkeit. Das konditionierte Verhalten, das Rauchritual. Das wissen alle Raucher, sie wollen das in der Hand haben. Sie brauchen dieses Spielen mit den Zigaretten, sie brauchen das Inhalieren, das Ausatmen und so weiter. Und zuletzt noch, und das wird oft unterschätzt, ist der sogenannte Throat Hit, die Reizung der oberen Atemwege. Da gibt es ja Studien dazu, aber Raucher wissen das. Der Phil Shaker, YouTuber, der sich fürs Dampfen einsetzt, hat einmal gesagt, wenn er E-Zigaretten ohne Nikotin benutzt, dann kann er auch Alpenluft inhalieren. Das wäre das Gleiche. Als Raucher braucht man das Gefühl, dass etwas ankommt. Und das wurde in ein, zwei Studien auch wirklich tatsächlich untersucht. Somit ist es ein vielfältiges Geschehen sozusagen, was hier passiert. Und wenn jetzt ein Nichtraucher beginnt, mit E-Zigaretten mit Nikotin beginnt zu verwenden und dann irgendwann abhängig von davon wird. Ist es schwer zu entscheiden, war das jetzt das Nikotin oder war das vielleicht die Verhaltensabhängigkeit, war das das schöne Gefühl, das in den Atemwegen, wo es ankommt, wie auch immer, diese Unterscheidung ist schwierig. Man müsste also wirklich eine Studie machen, wo man also nikotinnaive Leute mit und ohne Nikotin dampfen lässt und dann schaut, ob irgendein Abhängiger, was aus ethischen Gründen wahrscheinlich schwer durchführbar ist. Jetzt schauen wir noch kurz, was liefern nikotinhaltige Produkte. Die Tabakzigaretten sind natürlich der Goldstandard. Die liefern A plus B plus C plus D. Ja? Die medizinischen sind Nikotinersatzpräparate, wie Nicorette und Co. liefern Nikotin, aber sonst nichts. Sind auch nicht wirklich erfolgreich, wie wir wissen. Also die schlammern ja allesamt am Placebo vorbei, sofern man sie nicht mit Verhaltenstherapie kombiniert, was wieder für den Punkt C natürlich spricht. Ja? Dann orale Tabakprodukte, Snus, die liefern A plus B, ja? Verhalten nicht, aber den Rest, die funktionieren in manchen Bereichen auch sehr gut. Und die E-Zigaretten, ich habe hier das C extra fett gedruckt, ich glaube, das ist die Stärke von E-Zigaretten, dass sie erlauben, das Verhalten aufrechtzuerhalten. Das wird von der Tabakkontrolle und von den Public Health Experten immer wieder kritisiert, wird den E-Zigaretten angekreidet, dass man doch das Verhalten aufrechterhält. Aber meines Erachtens ist es nicht ein Bug, sondern ist ein Feature von E-Zigaretten. Deshalb fällt es Rauchern leichter umzusteigen, weil sie ihr Verhalten aufrechterhalten können. Nun, abschließend möchte ich dazu sagen, ganz egal, wie man zu dieser Nikotinsucht, Abhängigkeit, wie er immer steht, Raucher sterben nicht an ihrer Abhängigkeit, sondern an toxischen Wirkungen von Verbrennungsrauch. Das ist das Entscheidende. Wir sollten also zuerst versuchen, als Raucher von den Zigaretten wegzukommen. Und dann können wir noch immer darüber nachdenken, ob uns unsere Abhängigkeit stört oder nicht. Manche mögen das einfach nicht. Die wollen frei sein und nicht abhängig sein. Schaden tut diese Abhängigkeit nicht. Aber das sollte erst der zweite Schritt sein, dass man dann diese Abhängigkeit entfernt. Mein Timer sagt mir gerade, dass meine Zeit eigentlich um ist. Ich werde also wirklich nur mehr ganz kurz die Toxizität hier ansprechen. Die letale Dosis, Sie können ja mein Buch lesen, da finden Sie das alles. Die letale Dosis, die früher mit 60 Milligramm kolportiert wurde, habe ich 2014 auf zumindest ein halbes Gramm bis ein Gramm geschätzt. Mittlerweile gibt es Arbeiten, die das noch weiter rauf korrigieren. Darum sage ich, es vermutlich höher als ein Gramm
Es gibt auch Berichte, wo Leute 4 Gramm überlebt haben. Denen ist zwar nicht gut gegangen, aber sie haben es überlebt. Ja? Suizidversuche bitte, wenn Sie keine Freude an dieser Welt mehr haben, nicht Nikotin. Ja, es gibt bessere Methoden. Nikotin ist ekelhaft und das geht zumeist schief. Kleinkinder, bitte, das ist mir jetzt schon mal wichtig, bevor ich aufhöre. Kleinkinder sollte man unbedingt schützen. Die sind natürlich entsprechend empfindlicher. Das geht weitgehend linear mit dem Körpergewicht. Man muss also nikotinhaltige Liquids irgendwie wegsperren oder wegräumen. Das gilt natürlich für Putzmittel und für vieles andere gleichermaßen. Die kontinuierliche langsame Aufnahme ist unbedenklich, weil Nikotin schnell metabolisiert wird und sich im Körper verteilt. Und dann kommt dazu die Selbstsituation mit Nikotin. Das heißt, es ist gezeigt in Studien für Raucher und für Dampfer, dass ihre Nikotinaufnahme unbewusst reduzieren, sobald irgendwie diese leichte Nebenwirkungen auftreten. Das, was der Frau Dr. Bötschke-Langer früher immer erzählt hat, dass also der Dampfer bis zur Bewusstlosigkeit ihre E-Zigaretten konsumieren, das ist einfach, das gehört zu den erwähnten Fake News. Ja? In der Literatur bitte findet sich kein einziger Hinweis auf ernsthafte Nikotinvergiftung durch Rauchen oder Dampfen, weil man es eben langsam nur aufnimmt. Das heißt, die oben erwähnte letale oder schädliche Dosis muss man sozusagen als Bolus auf einmal zu sich nehmen, im besten natürlich intravenös, um hier wirkliche Effekte zu erzielen. So, jetzt bin ich fertig. Abschließend möchte ich mit einem Zitat von Professor Gary Stimson, Professor Emeritus vom Imperial College, der in einem Interview, das auf YouTube auch zugänglich ist, gesagt hat, there's no situation conceivable in which it is safer to smoke than to use an e-cigarette. Dem möchte ich mich anschließen und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Meyer. Nochmals, in diesem Buch können Sie alles weiter nachlesen, aber es sind sehr interessante Fakten, die Sie dann natürlich auch besser persönlich hier rüberbringen. Sehr schön nochmal, dass Sie diese Widersprüche zwischen dem guten und dem schlechten Nikotin so gut dargestellt haben. Sobald es die Apotheke verlässt, wunderbar auf den Punkt gebracht. Und tatsächlich können wir das sehr gut nachvollziehen. Das Problem ist das Rauchen. Auch Herr Fagerström, sehr schön, dass Sie da diesen Klassikerartikel nochmal rausgezogen haben, der ja nun das alles nochmal belegt. Und vielen Dank auch für Ihre pharmakologischen und toxikologischen Ausführungen zu Nikotin auf die Endothelzellen. Jetzt Fragen im Chat. Herr Professor Meyer, im zahnmedizinischen Bereich sind viele davon überzeugt, dass das Nikotin durch seine vasokonstriktorische Wirkung Parodontitis fördert. Kennen Sie Daten dazu, beziehungsweise halten Sie das für plausibel? Gute Frage. Ich kenne das vom Rauchen wiederum. Hier ist das Problem, weil ich Sie nicht sehe. Ich sehe alles Mögliche, aber ja. Ich sehe diesen Zoom-Ding nicht. Ah, okay, den Chat, meinen Sie? Ich sehe gar nichts, ich sehe also nur meinen Bildschirm momentan. Ja. Und ich würde jetzt gern wieder Sie sehen und die Leute und überhaupt. Ja, geben Sie eben bitte den Bildschirm frei, dann haben wir das. Ja. Bitte? Geben Sie doch eben den Bildschirm wieder frei, wir sehen noch Ihre Präsentation. Oder Ihre Einstellungs... jetzt sehen wir zwei nette Pferde oder Ponys. Jetzt war schuld. Alles klar. Ja. Die Frage wegen der Peritonitis. Ich kenne das vom Rauchen. Bin überfragt, ob das durch Nikotin verursacht wird. Natürlich, die vasokonstriktorische Wirkung von Nikotin ist, glaube ich, gut etabliert. Das geht über verstärkte Freisetzung von Noradrenalin im Sympathikus, im Endorganen. Ich habe dazu ein paar Folien dazu. Das ist gut etabliert und gezeigt. Ob das jetzt wirklich klinisch untersucht ist, ob diese Effekte durch Nikotin vermittelt sind, das weiß ich. Okay, gut. Weitere Fragen? Das ist eine neue Nachricht, Sekunde. Okay, also das ist eher ein Kommentar. Also da geht es um Genuss. Geschmack fehlt bei Zigaretten, ist aber bei E-Zigaretten Snus und Pouches. Okay, das war eher so ein Comment. Gut, vielen Dank, Herr Grumann. Das war wieder wirklich toll auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, wir müssen unsere StrategieschreiberInnen
kontaktieren, um eben diese Differenzierung zwischen Nikotin und dem Verbrennungsprozess besser zu kommunizieren. Weil in der Tat, selbst bei Fachleuten, ich hatte vor kurzem eine amerikanische Studie zitiert, selbst wenn man Ärzte und Ärztinnen befragt, werden über 70-80%, also 3/4 sagen, Schuld an allem ist das Nikotin. Und also wenn die es schon nicht wissen, dann fragen wir uns tatsächlich, wer soll es denn wissen? Sehen Sie dann Österreich, vielleicht meine letzte Frage, irgendeine Veränderung in diesem Bereich? Bei uns ist das Gesundheitsministerium ist absolut klar der Meinung, Sie müssen das Rauchen ausrotten oder Tabakprodukte, die Verwendung von Tabakprodukten ausrotten. E-Zigaretten sind von der WHO als Tabakprodukte klassifiziert. Ja. Und damit müssen Sie auch E-Zigaretten ausrotten. Das hat mir ein verantwortlicher Beamter im Gesundheitsministerium wörtlich so gesagt, wie ich ihn unter vier Augen gefragt habe, ob er den Blödsinn, den er erzählt, wirklich glaubt. Aber das wird Sehr schön. Es ist hoffnungslos. Es werden jetzt auch die Nikotinbeutel sollen verboten werden. Es ist ein Kampf gegen Nikotin. Ja. Okay. Vielen Dank, Herr Mayer. So weit, so gut. Bleiben Sie bitte dran. Ich bleibe dran. Wenn Sie Zeit haben, genau.